Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 6, meine lieben Zerberster und Zerbersterinnen. Kurze Info, heute um 14 Uhr gibt es natürlich wieder einen wunderbaren Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv und am Samstag 10 Uhr, nicht vergessen, 24-stündiger Livestream. Es wird geil, Leute, es wird sehr, sehr geil und ich hoffe, dass ihr euch genauso darauf freut wie ich und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge von Craft Attack 6. Let's start again. Wer gestern den Livestream geschaut hat, dem ist ja aufgefallen, dass ich gestern leicht geragequittet bin, denn es ist gestern etwas Schlimmes passiert, Leute. Um euch das mal zu erklären, müssen wir mal ganz kurz in den Nähteil. Ich muss das nämlich jetzt mal ganz kurz ausführlich hier allen Leuten erklären, die vielleicht heute das Video gucken und nicht so genau wissen, was abgegangen ist. Und keine Sorge, Leute, Craft Attack ist natürlich nicht beendet, ja? Also ich höre nicht auf mit Craft Attack. Ich bin gestern nur offline gegangen, weil mir ist einfach... Also ihr müsst euch vorstellen, mein Motivationslevel, das war auf over 9000. Das war ganz weit oben und ich hatte gestern richtig Bock, viel zu schaffen. Und auf einmal ist dann eine Sache passiert und mein Motivationslevel ist auf minus 9000 gegangen, ja? Also 9000. Es war einfach so krass übel, was mir gestern wieder passiert ist. Und Leute, es ist so ein dummer Zufall mal wieder gewesen. Okay, ich muss sagen, ich kann da nichts für und ihr kennt mich ja, ich rühre nichts an, was mir nicht gehört oder verändere nichts, was mir nicht gehört. Und es war gestern folgender Fall, ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar war ich hier oben an dieser Levelfarm und ich weiß gar nicht mehr, warum hatte ich die Level geholt. Ich glaube, ich wollte irgendwelche Sachen noch ein bisschen verzaubern und so. Ich bereite ja nebenbei immer ein bisschen Stuff für meinen Adventure Time Shop fertig. Ja, also Leute, ne, falls ihr denkt, hier Adventure Time Shop und so, Kevin hat das schon längst vergessen. Nein, nein, nein. Ich tue immer zwischendurch mal wieder im Livestream ein bisschen Level farmen und so und verzauber dann die überschüssigen Sachen. Genau, ich wollte irgendwas reparieren und dann die überschüssigen Level wollte ich dann in Bücher verzaubern und so. So. Und dann stand ich hier, ihr müsst euch aber vorstellen, hier oben die Blöcke, die waren abgebaut und die Falltür war nur da. Und ich habe gedacht, das hatte irgendeinen besonderen Grund oder so, hatte es aber nicht. Irgendein Dulli hat das anscheinend außersehen abgebaut und ich, ne, ich gehe nicht einfach hin und baue irgendwas um. Und deswegen habe ich das so gelassen. Und irgendwann ist dann Folgendes passiert, dann sind hier diese Zombie-Pigmans, genau, weil ich außersehen mit Rechtsklick auf diese Falltür gekommen bin, die war dann nämlich hochgeklappt und die ist dann runtergeklappt, sind die rausgekommen. So, und dann hat mich hier einer getötet. Dann lagen hier von mir ganz viele Sachen, die habe ich dann gekriegt und einer stand hier drin und der hatte meine Elytra, Helm und Schuhe an. Ja, und da habe ich mir gedacht, super. Das Ding ist, ich hätte machen können, was ich wollte. In dem Moment, wo ich dieses Vieh anhitte, ist es dann an One-Hit gestorben. Ihr seht das ja, die sterben ja auch gerade One-Hit-mäßig, ja. Weil da diese Minecarts sind und dann ist der gestorben und die ganzen Sachen sind unten in den Trichter rein und alles, was ich an OP verzaubert hatte, die drei Sachen sind halt komplett weg gewesen. Hat mich dann so ein bisschen getriggert, dass ich dann Ragequit gemacht habe und den Livestream beendet habe. Muss ich auch ehrlich sagen, es hat mich einfach mega aufgeregt, weil das einfach nur so dumm war wieder. Und ich einfach gedacht habe, so Junge, warum passieren mir eigentlich solche Sachen? Das ist halt einfach richtig, richtig sinnfrei. Ich denke mir so, Junge, du gehst hin, du verschenkst den ganzen Leuten alle Sachen, alle möglichen Diamanten, Verzauberungssachen, Bücher und so. Du schenkst den Leuten das alles, weißt du? Und gerade den Leuten, die anderen immer helfen und unterstützen und versuchen, denen das zu ersparen, dass sie so viel Zeit investieren müssen, denen passieren dann solche Dinge. Das ist einfach ungerecht, Leute. Wirklich. Das ist einfach ungerecht. Ich habe mir gestern aber nochmal abends dann die Livestream-Wiederholung angeguckt und musste dann selbst ein bisschen darüber schmunzeln und habe mir gedacht, okay, das sind halt die Momente, die dann witzig sind in Craft Attack. Das hat halt echt zwar übelst genervt, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich schon wieder inzwischen lachen, weil ich mir einfach nur denke, Junge, wie viel Pech kann nur ein Mensch haben und wie dumm kann sowas laufen? Aber egal. Ist nicht so schlimm. Ihr seht, ich habe 52 Level und die werden wir jetzt in Bücher verzaubern, denn ich habe schon, soweit es geht, meinen ganzen OP-Stuff wiedergeholt. Ich habe ja gut vorgesorgt. Man muss ja sagen, ich habe immer fleißig gefarmt. Dadurch habe ich natürlich mengenweise die ganzen Sachen auf Lager und kann relativ schnell so eine OP-Rüstung wieder hochziehen. Aber mir fehlt gerade Unbreaking 3. Das brauche ich nämlich für neue Elytras und deswegen werden wir jetzt gleich ganz viele Bücher verzaubern. In der Hoffnung, dass wir ja, Unbreaking 1 Bücher bekommen. Die crafte ich dann zusammen, dass ich dann irgendwann hoffentlich ein Unbreaking 3 Buch zusammen habe, damit ich mir dann wieder Elytras machen kann mit Unbreaking 3 und Mending drauf. Ich habe ja so gesehen schon Elytras, die Unbreaking und Mending drauf haben, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, aber die haben Unbreaking 2. Das heißt, ich brauche eigentlich auch nur Unbreaking 2. Und dann kann ich diese Elytra auch schon verwenden. Und da werden wir uns jetzt heute mal versuchen, in der Folge drum zu kümmern, Leute, dass wir das hinbekommen. Also es ist halt gestern echt doof gelaufen, aber keine Sorge, Craft Attack ist natürlich nicht beendet, weil gestern schon einige direkt wieder gesagt haben, ja, Craft Attack ist bei Kevin jetzt zu Ende und so. Nein.
Also, ich sag mal, da müsste schon, wer weiß Gott, was passieren, damit ich mit Craft Attack aufhöre. Aber gestern war so, ich hatte einfach gar keine Lust mehr dann, weil ich mir gedacht habe, so, ich habe jetzt keinen Bock, oben an der Farm, die nicht richtig funktioniert, wo ich gerade schon Stuff verloren habe, jetzt weiter zu farmen, mit dem Risiko, dass ich noch mehr verliere. So, und Early Boy hat sich auch kurz nach dem Livestream dann direkt bei mir gemeldet und hat gesagt so, yo Kevin, also das mit der Farm, ich weiß nicht, wer das war, aber irgendein Trottel, der hat das da alles abgebaut und das gehört so nicht, das muss zugebaut werden und so. Also Early Boy meinte auch, dass das so nicht richtig ist und hat mir auch gesagt, dass die Farm zu 100% funktioniert, ohne dass man stirbt, wenn die Falltür zu ist. Und ich stand da jetzt gerade stundenlang dran, ich habe die XP gekriegt, bin nicht gestorben, also die Farm ist so, wie sie jetzt ist, richtig. Nur keine Ahnung, wer das war, wer das abgebaut hat, ja. Schande über sein Haupt, oh, ich wollte nicht... Stufe 3. Ja, moin. Ich wollte gerade kein Stufe 3 verzaubern. Was kriege ich raus? Unbreaking 3. Nice. Aber Leute, wir werden das Unbreaking 3 Buch jetzt nicht verschwenden. Einfach aus folgendem Grund. Ich möchte nämlich Unbreaking 2... ja, gucken, dass ich das rauskriege. Dann kann ich nämlich das Unbreaking 3 Buch aufheben. Falls ich hier unten mal Unbreaking 3 drin habe, werde ich es dann verzaubern. Aber ansonsten verzaubern wir immer Stufe 1 Bücher. Ja, da hat natürlich wieder das Glück zugeschlagen, Leute. Ich sag ja, die Leute, die immer freundlich und hilfsbereit sind, die werden auch belohnt. Und das war jetzt gerade der Fall. Das Spiel hat sich gedacht, ey komm, Kevin, geht immer hin. Der Kevin, der hilft immer den Leuten, damit die nicht Ewigkeiten irgendwelchen Stuff farmen müssen. Und damit hat das Spiel mir jetzt gerade einen großen Gefallen getan und hat mir einfach mal, ja, das Silk Touch Buch verzaubern wir natürlich auch. Und dann hat mir das Spiel jetzt mal eben einfach ein Unbreaking 3 Buch geschenkt. Finde ich eine sehr geile Sache. Hier haben wir Unbreaking 2 nochmal bekommen. Sehr schön, dann heben wir die restlichen Level auf, weil jetzt können wir die Elytra nämlich zusammen craften, Leute, und dann haben wir es auch schon geschafft. Wir haben wieder unsere OP-Elytra, wir haben unser OP-Equipment, alles ist wieder beim Alten. Sehr, sehr schön. So kann es laufen, Leute. Finde ich eine sehr geile Sache, dass das jetzt so gut und reibungslos funktioniert hat. Dann bringen wir das jetzt mal alles eben schnell hoch in unsere Basis und lagern das dort ein. Und ich möchte euch nochmal dran erinnern, Leute, damit ihr es auf keinen Fall verpasst, am Samstag um 10 Uhr machen wir einen 24-stündigen Livestream. Es wird geil, Leute. Donnerstag und Freitag kann ich noch nicht sagen, wie es mit den Livestreams aussieht, weil unsere Küche kommt nämlich jetzt diese Woche. Endlich, Leute. Endlich, endlich, endlich. Und jetzt geht's auch los in die Planung mit dem Kochkanal und so. Ihr werdet in Kürze dazu mehr erfahren. Es gibt ja einige Leute, die schon sehr, sehr krass gehypt sind auf den Kochkanal. Und das freut mich natürlich. Und ich bin gespannt, wie der Kochkanal ankommen wird. Ich werde mir auf jeden Fall sehr viel Mühe geben. Ich denke, am Anfang werden die Videos vielleicht noch nicht ganz so ultra krass professionell sein. Ich werde mir aber so viel Mühe geben, dass die Videos natürlich von Anfang an eine gewisse Qualität liefern. Und einen gewissen, also einfach cool sind, dass sie euch gefallen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich werde mal eben ganz kurz hier diese Boxen nehmen und dann werde ich mal in so eine Box die ganzen Bücher packen. Wie gesagt, ich muss da mal gucken, wenn wir dann irgendwann jetzt mal mit dem Bau von Hohenehr beginnen. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass der Bauplan komplett fertig ist, weil so wie Hohenehr jetzt ist, kann ich das ja nicht abbauen. Das ist einfach viel zu krass. Da wird jetzt extra so ein Bauplan angefertigt. Ich denke mal, Ende der Woche soll der durch sein und dann kann ich anfangen, dort zu bauen. Dann werde ich dort eine Riesenbücherei machen, wo ich die ganzen Zauberbücher, die ich hier habe, und das sind ja schon echt einige, einlagern kann, damit ich da keine Probleme mehr habe. So, dann packen wir das hier rein. Also wie gesagt, finde ich auf jeden Fall eine sehr geile Sache, dass ihr euch schon so auf den Kochkanal freut. Wird auf jeden Fall legendär, hoffe ich zumindest. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ah, ich kann die Elytra wieder anziehen. Endlich wieder mit einer Elytra durch die Gegend fliegen, Leute. Endlich, endlich, endlich. So. Dann können wir erstmal kurz einen kleinen Flug mit der Elytra machen, schnell. Ich hab's vermisst, Leute. Auch wenn es jetzt noch nicht mal ein ganzer Tag ohne Elytra war. Aber ich hab's vermisst. Boah, ist das ein schönes Gefühl, wieder fliegen zu können. Das tut gut, Leute. Das tut richtig, richtig gut, hier durch die Gegend fliegen zu können. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Hier sieht auch alles wieder ganz vernünftig aus. Alles normal hier. Ich weiß gar nicht, ob hier weitergebaut wurde, ne? Das sieht hier immer so aus, als wenn sich hier weitere Dinge tun bei Zander. Wobei, ich habe Zander schon Ewigkeiten nicht mehr auf dem Server gesehen. Vielleicht bin ich auch zu den falschen Zeiten immer online. Ich habe keine Ahnung. Bei Early Boy geht es hier auf jeden Fall auch gut voran. Hier wird fleißig gebaut. Und wir werden natürlich jetzt auch in Kürze fleißig bauen mit Hohenehr, Leute. Da wird es dann nämlich auch losgehen. Ich muss nur gucken, wie ich das alles zeitlich jetzt gestemmt kriege wegen dem Kochkanal und so.
Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es da vorangeht, womit wir beginnen werden, wie der Kanal auch heißt. Da fragen nämlich schon einige nach. Es wird für den Kochkanal einen extra YouTube-Account geben. Ich werde das trennen, einfach aus folgendem Grund. Ich glaube nicht, dass Leute Gaming und Kochen gleichzeitig sehen wollen und dass das die Leute, die dann nur für Kochen abonnieren, ein bisschen stören würde, wenn sie andauernd Benachrichtigungen kriegen, wenn irgendwelche Gaming-Videos online gehen. Deswegen denke ich, ist es sinnvoller, das zu trennen und quasi einen zweiten Kanal aufzubauen. Ja, ich weiß, dass es mit viel Aufwand verbunden, aber das werden wir hinbekommen. So, und dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg wieder nach unten, denn wir sind auch schon am Ende des Videos angekommen, meine lieben Freunde. Wir haben heute in der Folge unser OP-Equipment vollendet. Das hat jetzt ein bisschen gedauert vorhin, auch mit der ganzen Level-Farm und dann den ganzen anderen OP-Stuff hier fertig machen. Deswegen habe ich heute nur die Elytra im Video gemacht, weil hätte ich jetzt die Schuhe und den Helm gemacht, dann hätten wir, ja, ziemlich lange dafür gebraucht. Deswegen, Leute, keine Sorge, Craft Attack ist natürlich nicht beendet. Um 14 Uhr www.twitch.tv/cheatandtv geht's weiter. Dann werden wir heute weiter Balui seinen Turm abbauen. Da habe ich nämlich gestern mit begonnen im Livestream und wir sind schon sehr gut vorangekommen. Und heute soll der Balui-Turm komplett entfernt werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Craft Attack 6 wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!